Willkommen zurück zu Limbo. So, nicht zu weit springen. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben. Wir sind immer noch eingewickelt. Sehr düster gehalten. Ein Meisterwerk. Limbo. Was ist davon im Kopf geblieben? Direkt der zweite Part. Und warum? Das seht ihr jetzt. Oh mein Gott, was ist das denn? Boah, nein. Sie nimmt uns immer noch übel, dass wir ihr die Beine abgeschnitten haben, wa? Ich will jetzt auch nicht unbedingt so weit zurück auf dem Stein. Dann hätte ich es zwar einfacher, aber... So, warten, warten, warten und jumpen. Und rutschen. Wow. Ah. Oh. Und guck mal, da hängt uns sogar noch was im Haar. Ich hab's halt vergessen aufzunehmen. Ich bin so ehrlich, dass ich so dämlich bin. Was ist das denn? Wer ist das denn? Alter, natzt mich doch nicht so mit so einer Puppe. Oder ist das eine Leiche? Nee, es sieht eher aus wie eine Puppe. Und jump und... Oh, der ist echt knapp. Und aufgespießt! Aufgespießt! So. Alles klar. So. Wow, 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 wow! Alter Schwede. Alter Schwede. Oh Gott. Oh mein Herz. Kommen wir da rüber? Jo. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Okay. Sind das Leichen oder Puppen? Ich befürchte ja, dass das Leichen sind. Oh Gott, die schwingen jetzt gleich. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Mann, ey, ich hab mehr Glück als sonst was. So. Oh. Oh mein Gott. Boah. Hilfe. 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 Moment. Da kann ich nicht einfach runter. Ich wette, dass die Spinne uns jetzt gleich hilft. Tatsache. Tatsache. Ah, jawohl, ja. Ah, ah, ah. Moment, sind Sie hier sicher? Boah. Alter. Mein Herz. Also jetzt mal, es ist nicht so, dass ich Angst habe. Ne? Das ist, als Angst würde ich das nicht bezeichnen. Ich erschreck einfach nur jedes Mal wieder an solchen Stellen. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer, dieses Spiel. So kleine... Ah, diese... Alter, willst du mich jetzt verarschen, dass du... Die hat ja nur noch ein Bein. Hallo? Oh, guck mal da! Ja, wow, wow! Alter, das zuckt noch. Nicht springen, laufen, mein Freund. Wie nennen wir unsere Spielfigur eigentlich? Die hat ja keinen Namen. Wie nennen wir sie? Foxy kann ich sie ja schlecht nennen, weil ich bin das nicht. Ich bin nicht so wagemutig. Okay. Und das Seil, das sieht nicht mehr ganz so gut. Uah. Wie nennen wir unsere Spielfigur? Mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Im Laufe des Spiels. Timmy. Timmy. Komm, Timmy. Komm, der kleine Timmy. Das passt ja irgendwie. Moment, habe ich das eben richtig gesehen? Okay. Ich habe eben Wahnvorstellungen gehabt. So. Und eine Leiche. Wie komme ich darüber? Wartet mal. Das sieht nicht wirklich gesund aus, was du da hast. Moment, da...
Kann ich mich so teilweise aus einem Let's Play noch dran... Okay. Wenn er die greifen kann, dann will ich die auch mitnehmen. Da kann ich mich so teilweise aus einem Let's Play noch dran erinnern. Das sind diese Brain Worms, ne? Moment! Ich wusste es. Okay. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das der Knopf ist. Ich hab's gewusst. Ich hab's sowas von gewusst. Ich hab drauf spekuliert, vorne oder hinten, aber ich nehme jetzt an, dass es auf beiden Seiten. So. Moment. Dann ist das jetzt der Knopf. Ja. Das war jetzt so nicht mal Absicht. Ich wollte eigentlich drüber springen, aber... Ist okay. Alles okay. Oh, Mama Mia. Oh, Mama Mia. Oh, 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 oh. Oh, einer ist in die Stacheln gefallen. Der zweite ist platt. Na komm, na komm, na komm. Tja, mein Freund. Das passiert mit unartigen kleinen Kindern. Sie werden zerquetscht, weil sie unartig waren und unachtsam und böse. Und sie bekommen keine Geschenke vom Weihnachtsmann. Sie waren einfach nur unartig. Und unartige Kinder müssen bestraft werden. Ja, sie müssen bestraft werden. So Leute, das war's auch schon wieder von diesem etwas psychopathischen Ende bei Limbo Part 2. Wir sehen uns dann wieder.